wenn man auf vegan machen möchte, einen Monat lang, kann man das machen. Und ganz klar, wir haben auch den passenden Wein dazu. Ich muss ja nicht lange um den heißen Brei rumreden, denn alle unsere Weine sind vegan gemacht, weil wir auch so ökologische Weine machen, weil wir wirklich ganz bewusst nur noch Wein aus Trauben machen, ist unser Wein vegan und darum total januartauglich. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Zeit, ein Video zu drehen. Das Wetter ist deutlich kühler geworden, aber das macht nichts. Ich habe eine kleine Ausfahrt gemacht mit unserem Pony und Andi ist auch hier. Er ist am Reben schneiden, fleißig wie eine Biene. Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen. Ja, die Sonne ist am Morgen auch schön gekommen. Jetzt sind leider die Wolken wieder im Weg. Aber es gab ein wunderschönes Morgenrot. Es ist Januar. Der Start neues Jahr ist geglückt. Ja, ja. Sind wir nicht alle ein bisschen vollgefressen? Vollgestopft? Ja, das hat der Januar so in sich nach den Feiertagen. Da geht es allen gleich. Und alle denken sich, oh, jetzt im Januar, ja, sollten wir ein bisschen wieder schauen, ein bisschen entschlacken, auf die Linie wieder bewusster schauen. So auf den wohlgeformten genau, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ja, es war eine schöne Zeit. Ja, im Dezember super, einfach die Festtage, die Feiertage essen, unbeschwert trinken, genießen. Einfach genießen und mal die Seele baumeln lassen. Das braucht es einfach zwischendurch. Jetzt haben wir gesündigt. Hä? Wir der Bauch ist voll, ja. Der Bauch ist gross. Oder so, ja, oder genau. Ja, auf jeden Fall. Ist auch bei uns der Januar ein Monat, der einfach für die für das Wohlbefinden ein bisschen mehr getan wird, sag ich mal. Und ja, man muss jetzt ein bisschen schauen, oder? Ja. Genau. Dass man irgendwie das Gewicht wieder runterbekommt. He? Alles, was man angefressen hat, soll wieder runter. Das feine. Denn im Frühling und im Sommer soll ja die Badekleidung passen. Ja, genau. Die Bikini-Kleidung muss ja wieder passen. Also, nein, das ganze Thema, was wir um den heißen Brei hier rumschwafen ist, oder? Ihr habt es ja gesehen, oder? Es geht überall. Und online, Social Media ist wieder das 3 Januar, oder? Ja. Das Veterinäre, oder? Einfach ein bisschen bewusster auf den Körper schauen, oder? Da habe ich gedacht, hey, das können wir auch, oder? Also, auf jeden Fall! Ah, wir machen auch ein bisschen mit, oder? Aber ja, ganz wichtig ist, ja, wir haben, was muss ich sagen, wenn man ein bisschen schaut, oder? Dann kann man ein bisschen schauen, wenn man so interessiert ist, irgendwie auf natürliche oder ökologisch gemachte Weine oder sogar, ich muss ja sagen, auch das Veterinäre, oder? Das ist, wenn man auf vegan machen möchte, einen Monat lang, kann man das machen und ganz klar, wir haben auch den passenden Wein dazu. Ich muss ja nicht lange um den heißen Brei rumreden, denn alle unsere Weine sind vegan gemacht, weil wir auch so ökologische Weine machen, weil wir wirklich ganz bewusst nur noch Wein aus Trauben machen, ist unser Wein vegan und darum total januartauglich. Okay, nicht für den 3 Januar, aber für den Veterinäre extrem geeignet. Also auch die Weine passen auch zu einer super tollen Gemüsepfanne. Also man muss nicht immer ein Stück Fleisch dabei haben. Natürlich, also wir persönlich mögen Fleisch, aber auch wir schauen ein bisschen dieses Jahr, also jetzt diesen Januar. Und genau, also alle Weine kann man unbeschwert genießen. Wenn man natürlich auch vegetarisch macht, oder vegan. Genau, vegan, ja. So, also, was machen wir heute noch? Bist du ein bisschen am Reben schneiden? Ja, Andi hat, ihr seht, eine schicke Brille an. Ja. Er hat daraus gelernt. Ich habe schon immer gesagt, zieh eine Brille an, denn dass die Triebe rausreißen, kann ziemlich gefährlich sein. Er ist schon ein paar Mal gekommen. Oh, rotes Auge. Ja, extrem rotes Auge. Ja. Und jetzt hat er aber daraus gelernt. Ja. Oder? Ja, wenn es so ein... Oder das Alter. Manchmal ich glaube, das Alter spielt auch eine Rolle. Das kann auch sein. Aber ich, sagen, ich gebe mir immer Mühe. Oder wenn ich rausziehe, mache ich immer die Augen zu. Oder sind so Tricks, die man lernt. Beim Rausziehen, die Augen zumachen. Wenn man was macht, die Augen schließen. Ich mache es auch. Aber plötzlich ist man hier am Schneiden, dann springt was weg und dann genau
genau ins Haus. In dem Moment, ja. Und dann geht es einen Tag lang nicht raus oder einen halben Tag. Das ist dann mühsam, das ist eklig. Darum aufs Alter. He? Man wird weiser. Andi, macht's auch besser. So, ja. Weiß fertig. Sehr gut. Was machen wir noch Schönes? Wir müssen noch unsere Schafe gerade füttern. Ja. Die sind jetzt auch hier oben. Können wir noch schnell vorbeigehen, einen Besuch abstatten? Ja, wenn wir jetzt... Ja. Also wenn ja die Menschen dann ein bisschen reduzieren, dann müssen wir unsere Schafe mehr füttern. Oder so. Nein, jetzt gehen wir noch. Wenigstens die Schafe. Ja, genau. Die haben das verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Sie sind jetzt so am Gras fressen. Sie sind jetzt oben in der Terrasse, sind sie. Oben. Ja, man sieht sie schon. Oben. Haben schon schön abgefressen. Ja, den Unterschied sieht man schon. Unten ist ein bisschen grün und oben, wo die Schafe fressen, dort ist es halt, haben sie gefressen. Und darum ist es ein bisschen brauner, oder? So, also denke, schönes Wetter heute. Es ist wirklich schön. Steigen wir mal ein, fahren los. Also, starten wir die Küste hier. Kiste, das ist unser Pony. Ja, ja. Das ist super. Keine Kiste. Anschnallen. Gut, Januar. Januar. Januar ist auch ein Tag. Ein Monat? Das ist kein Tag. Ja, Januar ist ein Tag, in dem man wieder planen kann für das neue Jahr. Wir haben jetzt schon, ich glaube, wir machen schon ein paar gute Sachen, denke ich. Oder wenn ich jetzt gleich hier oben hinschaue, hier ist das Rebhaus. Und da haben wir jetzt Brach gemacht. Das ist so eine Einsaat für den Boden locker, also tiefe locker, für den Boden aufzurocken. Ölrettich habe ich eingesät und noch irgendwelche so tief lockende Wurzeln. Jedenfalls kommt hier hin, was pflanzen wir dann? Prisca Pinanova. Das ist eine österreichische Züchtung, eine Piwi-Züchtung, eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte. Die Österreicher haben es gemacht. Also bin mal gespannt, wie die wird. Oder? Ja, die werden wir im Frühling anpflanzen. Gibt es natürlich dann auch wieder ein Video. Und Pinanova, also bin ich auch gespannt. Und ich denke, ja, also die Referenzen sind gut und man muss mal was Neues probieren. Genau. Immer probieren, immer testen. Sonst kommt man nicht vorwärts im Leben. Ne? Sie sind schon dort oben. Ja, ja. Immer wenn sie uns hören, spitzen sie die Ohren. Ja, genau. So. Und was noch ganz spannend ist, wir haben im November, Anfang, Mitte November, hatten wir noch zwei junge Böcke kastriert, also kastrieren lassen. Und ja, jetzt sind wir etwas verwundert, denn vor 3-4 Tagen ist nochmals ein kleines Schaf zur Welt gekommen. Das erstaunt uns irgendwie, denn die Böcke waren eigentlich noch nicht geschlechtsreif. Also es war eigentlich gar nicht möglich, dass die Schafe nochmals schwanger werden. Das ist jetzt ein Teil, den wir noch abklären müssen. Denn wenn noch mehr trächtig sind, dann müssen wir echt den Tierarzt nochmals kommen lassen und das Ganze untersuchen. Gell, Andi, die Sache mit den Schafen, mit den Jungen. Ja. 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 Außer es gab irgendwie eine unbefleckte Empfängnis, das kann ja auch sein. Ja, im Dezember, wobei, nein, das geht natürlich das dann nicht, im aber Januar. Ist einfach komisch. Also ja. In der Geschichte ist es nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ja. So, also, ich muss mal schauen, was hier ist. Ja, was ist das alles? Was ist das alles? Das große Teil. Ja, das ist eine schwarze Wand. Ja, 410 Watt. Watt? Mal 80, hä? 35 Kilowattstunden. Das muss ich. Achtung, Liebe! Oh! Nichts passiert! Ja, also ihr seht, es gibt noch reichlich Arbeit. Das ist mein Projekt für. Februar. Jetzt. Januar, Februar.
Je nachdem, wie das Wetter ist. Ja, wenn es trocken ist. Ja, es muss ja trocken sein, sonst ist das ein bisschen schwierig. Ja, genau. Sagt, schreibt mir in die Kommentare, ja, interessiert es euch, wie ich die Solarzelle aufs Dach montiere? Dann schreibt es auch in die Kommentare, ja komm, sowas wollen wir gucken. Das interessiert uns, oder? Genau. Also mich interessiert es. Ja, dich ich bin schon die Erste. Wieso interessiert es, dass ich nicht vom Dach falle? Ja. Das interessiert dich am meisten. Das habe ich ihm auch noch gesagt. Hey, Absturzsicherung, alles bestellen, sonst gehst du mir da nicht drauf. Ganz einfach. Habe ich gemacht. Alles da. Ja, ja. Schau mal. Die Schafe, die warten schon auf mich. Ja, ja, natürlich. Die wissen es. Mäh! Ruf mal den. Kommet! Hopp, kommet! Kommet! Hopp, hopp, hopp! Komm rüber. Dankeschön. Eieieiei! Oder so. Kommet! Dort ist das Schaf ganz rechts. Ja, genau, hier. Rechts außen. Ja! Hey! Hopp, hopp, hopp! Rüber. Rüber. Ja! Wer will noch? Wer hat noch nichts? Wer will? Komm, wir geben es euch. Ja, ich habe es schon gesehen. Ah, gut. Am Anfang haben wir schon gedacht, ja, vielleicht ist er irgendwie ein Rehbock oder ein anderes Schaf in die Weide gegangen, um da unsere Damen zu beglücken. Aber es ist wirklich, es ist ja, ein Kamerun-Schaf. Also es muss intern irgendwo der Bock liegen. Wortwörtlich. Ja, komm! Kleine, ganz alleine in der Mitte. Ja. Hey, dann hopp, 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 da. Ja, greifen zu. Ja. Das Kleine weiß jetzt absolut nicht, wohin. Oh. Hat keinen Plan. Ja, genau. Ah. Jetzt machen wir eine Pause. Und ja. Teste mal, ob das Mikrofon aufgenommen hat. Das es wäre. Hat's. Hast du nicht gesehen, die sind auch trächtig? Ja, aber die sind, noch nicht geschlechtsreif, als wir die kastriert haben. Du, das finden wir raus. Vielleicht gibt es wirklich so eine Maria und Josef. Ja, weil der dort hat noch recht Fell, oder? Und so einen Mann. Ja, dort hinten. Ja, aber das war der, den wir jetzt im November kastriert haben. Und dort ist nichts mehr gewachsen. Du werden es sehen. Wir werden es mal einfangen und dann mal glücksle. Siehst du ihn? Schaust du die Säcke an? Nein, das kleine, ob es einen Sack hat. Ein Zöttchen. So, die Tiere haben Freude. Sie fressen. Ja, sie genießen es. Ich denke schon, sie verlieren. Also, jetzt fährt es relativ recht warm über die. Über Neujahr, oder? Und ja. Man hat fast das Gefühl, sie verlieren schon ein bisschen das Winterfell, oder? Das sollte ja, natürlich nicht passieren. Nein, sie stoßen es noch nicht ganz. Oder auf die Wolle, oder? Die, ja. Die beiden anderen Schafe nachkommen. Ne? Ja. Das ist echt buschig, he? So ein
kleiner Tiger. Ja. Löwe! Ein Löwe! Löwe. Ah, ist herrlich das Wetter, müssen wir schauen. Hinten, man sieht noch, das ist das Entis, das kleine mit den... Nein, das ist die Kurve 4, Entschuldigung. Das Entis ist hier hinten. Vielleicht seht ihr ihn. Ja, das ist das Entis und die Kurve 4. Cool. Schönes Wetter. Heute wird's... Oh, das ist auch schön. Vielleicht sieht man es gar nicht, aber jedenfalls man sieht mit dem Föhn bis an die Berge. Jetzt ist schönes Wetter. Also heute würde es auch Strom geben auf dem Dach, wenn ich die schon montiert hätte. Wenn das würde, wenn nicht wäre. Ja, so. Ja. Also, ja. Legionäre, also eben, wenn ihr auch ein bisschen, wenn ihr auch macht, so ein bisschen auf den Körper schauen, oder? Das ist auch wichtig, oder? Auf die Gesundheit schauen. Und ihr irgendwie auch was macht, schreibt es doch unten in die Kommentare. Welche Variante, das ihr gewählt habt. Ja. Und wir werden, ja, wir machen auch noch ein bisschen weiter, wir schauen auch noch. Es ist nämlich echt, es tut gut mal entschlacken, finde ich echt eine tolle Idee, eine gute Sache. Denn, ja, einfach mal den Körper ruhen lassen. Genau. Ob es was bringt oder nicht, das werden wir in die Zukunft sehen. Und also denkt daran, wenn ihr mal auch was Gutes tun möchtet für eure Gesundheit. Also für eure Gesundheit, das ist schwierig, darf ich nicht so sagen, dass Wein gesund ist. Ich darf nur sagen, es tut am wenigsten, unser Wein macht am wenigsten Impact. Ja, so, also irgendwie, ich muss da mal meinen. Also wegen dem Veganen, es geht um das Vegane. Genau. Alle Weine sind Wein vegan. Das möchtest du sagen. Genau. Ja, und sonst auch, unsere Weine sind wirklich nur aus Trauben gemacht. Und das darf man auch erwähnen. Also, wir machen wirklich nur Wein aus Trauben und ja, das muss man zuerst mal machen können. So, genau. Also habe ich gestoßen. Ja. Und ich habe schon gehört, ich muss wieder mal weiter über die Philosophie für unser Weingut. Da müssen wir ein bisschen noch tiefer eingehen, habe schon Anfragen bekommen, ja, wie genau machst du das oder was ist genau die Philosophie? Mhm. Und das ist mir in den Sinn gekommen, ja, haben wir gar nicht so viel... Schon lange nicht mehr. Ja, und gar nicht so oft und tief, weil tief behandelt. Und das muss man jetzt wieder mal echt rausholen. Ja. Es wird ein bisschen mehr geschwafelt, ein bisschen mehr bla bla bla. Aber es ist sehr spannend, also kann ich sehr empfehlen. So, also, Januar, hat alles gesagt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, genießt es und bis zum nächsten Mal. Tschüss!